Hallo. Wer die Tage auf meinem Blog gestöbert hat, hat die Zusammenstellung meiner aktuellen Doogiebox ja schon gesehen. Für alle anderen kommt hier nochmal das Videoformat. Das Hauptprodukt ist von Santa Verde die Aloe Vera Augencreme. Von Santa Verde habe ich noch nichts ausprobiert, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Und da ich auch ein Faible für Augencremes habe, kommt mir das wie gerufen. Von daher finde ich zumindest für meine Bedürfnisse ein sehr schönes Hauptprodukt. Dann habe ich von Alterna aus der Kaviar-Reihe ein Replenishing Moisture Shampoo eingepackt bekommen. Das finde ich auch sehr schön, denn auch Alterna mag ich als Marke sehr gerne. Von Estee Lauder das Advanced Night Repair Serum in einer 7ml Größe. Ich weiß jetzt nicht, ob das die überarbeitete Formulierung ist, denn die wurde jetzt, glaube ich, im August zumindest in UK gelauncht. Oder ob das noch die alte Variante ist, wie dem auch sei. Ich freue mich, es auszuprobieren. Dann haben sie, glaube ich, einfach nur so von Boss Jour ein neues Parfum, eine Probe reingepackt. Ich glaube, die hat auch jeder dabei gehabt und die wird wohl nicht als Maxi-Probe, Luxus-Probe, wie auch immer gezählt. Von Calvin Klein Downtown, das ist ja wohl sein neues Parfum, eine Bodylotion mit 30ml. Und dann hatte ich noch drin von Davidoff ein Duschgel, allerdings für den Herrn, was ich dann gleich an meinen Büronachbarn weitergereicht habe, der sich darüber sehr gefreut hat. Um es kurz zu machen, ich hoffe, Sie bekommen Ihre technischen Probleme bald wieder in den Griff, denn ich würde mir meine Box gerne selber zusammenstellen wollen, denn es waren diesmal zwei Produkte drin, die ich mir persönlich nicht ausgesucht hätte und mit denen ich auch nicht viel anfangen kann. Von daher mal gucken, wie jetzt die nächsten Boxen laufen. Ich glaube, bei mir wird es dann ein bisschen davon abhängen, wie das Hauptprodukt ist. Also in dem Falle finde ich die Augencreme halt sehr gut, von daher nehme ich das auch gerne mit, sollte aber das Hauptprodukt auch so mehr sein und die Promo-Auswahl mehr, dann ja, werde ich von meinem Rückgaberecht Gebrauch machen müssen. So, dann wünsche ich euch einen zauberhaften Abend und bis bald. Tschüss!